Einen Tag vor einer Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag zum Gazakrieg und zu Völkermordvorwürfen gegen Israel hat ein Parteifreund von Premier Benjamin Netanyahu öffentlich gefordert, den Gazastreifen niederzubrennen. Im Gespräch mit einem Radiosender wiederholte der Parlamentsabgeordnete Nissim Vaturi, was er bereits vor Wochen auf X gepostet, dann aber wieder gelöscht hatte. Gaza jetzt niederbrennen und nicht weniger. Hineingehen und sie zerreißen, unterstrich Vaturi noch einmal. Der Likud-Politiker bezog sich auf das Massaker der islamistischen Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober, bei dem in Israel 1200 Menschen getötet wurden. In den Kampfgebieten im abgeriegelten Küstenstreifen befinden sich nach Vaturis Darstellung keine Zivilisten und Zivilistinnen mehr. Diese seien evakuiert worden. Es gebe zwar noch 100.000 Menschen dort, aber er glaube nicht, dass es dort jetzt noch Unschuldige gebe. Vaturi ist auch ein stellvertretender Sprecher des Parlaments. Seine Äußerungen sorgten für Furore. Am Donnerstag beginnt vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag die Anhörung in der Klage Südafrikas gegen Israel. Südafrikas Regierung wirft Israel vor, einen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen zu begehen.